Und 8:30 Uhr, wir platzieren the big number bei 14.300, 14.307 gehen wir long, 14.292 gehen wir short und wir gehen dort auf die Zielmarke 50, wie immer. So, da oben hoch. So, in der Zone, wir haben ein Mini-Gap und das gleiche gehen wir natürlich im unteren Segment, da haben wir auch die 50er-Zone, die müsste hier sein. So, roundabout. Das sind die kleinen Zielmarken, die wir dort haben. Wir haben eine 31er orangene Box aktuell und gehen einmal in die Vergangenheit, nämlich in den gestrigen Tag abends, wie immer kleine Boxen. Aber was war denn gestern Nachmittag? Eine 29er Box, die man traden konnte. Das waren unsere beiden Trades, die wir gestern gemacht haben hier. Und dann blicken wir auf die Vola. Wo kommt die Vola-Box rein? So, Vola-Box kommt rein bei 14.298, also unterhalb der Big Number. Und wir sind auch hier wieder auf der 15er Box unterwegs. Ab 9 Uhr geht es denn hier los. Und jetzt gehen wir einmal in den Überblick rein. Bitcoin unverändert seitwärts bei 40.000. Vorlage Zickzacklinie. Wir gucken uns das einmal schnell an. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Short. 15 Short und 5 Long im Bitcoin und auf dem Weekly Chart, ja, sehen wir, da sind wir short und eher auch seitwärts. Der nächste Markt ist Dow Jones und heute gehen wir auch auf die Wochenkerze mal rein. Wie sieht die Wochenkerze aus? Und wir sehen hier, das Hoch diese Woche war bei 35, jetzt sind wir wieder bei 34, also kommt wieder zurück. Auf Weekly sind wir da aber leicht noch long, Daily long, 4 Stunden long, Stunde sind wir short und 30 short, 15 short und 5 Minuten long. Und hier auch nochmal die Meldungen, natürlich Zinsanhebungsfantasien von der Fed im Mai, munkelt man sogar um 0,5 Basispunkte. Das ist nicht ideal für die Aktienmärkte, das kennen wir, wissen wir und gerade auch für die Tech-Werte. Also der Monat Mai wird nochmal spannend. Sind wir beim S&P jetzt? Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long im S&P. Und Technologiebörse Nasdaq, die Weekly Kerze sehen wir seit 3 Wochen hier. 1, 2, 3 Wochen geht es hier Richtung Süden auf den Wochenkerzen. Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Long. Öl bei 102 und hier sind wir im Daily Long, Weekly auch Long und 4 Stunden sind wir Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Short und 1 Minute auch Short in Öl. Gold, Daily Long, 4 Stunden auch Short. Wir gucken uns aber einmal nochmal den Weekly Chart an, Wochenchart. Hier sehen wir ja eher eine schwächere Kerze, schwächerer Verlauf in Gold. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Und der nächste und letzte Markt hier ist der DAX. Die Wochenkerze sieht. Sind unterhalb des gleitenden Durchschnittes. Ja, die sieht leicht steigend aus. Leicht, sie ist weiß. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Ich würde eher Tendenz, Unsicherheit, Frankreich eher in Richtung und Zinsängste Richtung nochmal Richtung Süden tendieren. Leicht, aber gut, der Markt gibt uns die Richtung vor. 14.307 liegt
unsere Falle, wenn die zuschnappt, dann läuft die Box automatisch. 15 Punkte, 8:35 Uhr aktuell in der Big Number. 8:36 Uhr. Kurt, guten Morgen. So, die Big Number und beziehungsweise die Vola-Box. Wenn sobald die Vola-Box da ist, Chris, werden wir auf die Vola-Box uns konzentrieren. Ja. Ab dem zweiten Trade nach wie vor gehen wir auf angepasst, blicken einmal auf MTX. Hier haben wir eine blaue Sonne, da ist der Daily Pivot. Gestern eine Shortbox gewesen. So, den Audi OSD habe ich jetzt auch, den haben wir jetzt in den Gewinn gebracht. Und ich habe den Audi OSD André auch noch drin. Jetzt drücken uns die Daumen, dass der Markt hier nochmal runterkommt. Ja. So, und Big Number sehen wir hier, ist auch in den Gewinn gelaufen. Einen wunderschönen Zum guten ersten Trade. Morgen Damit zusammen verabschiede aus ich mich für unser Hamburg, aus dem Videotagebuch. Live-Trading-Raum. Und Wir bereiten uns auf unseren platziere morgigen jetzt hier DAX-Trade nochmal vor. Nächsten Trade 14.307 zu 14.292. Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter und bis Montag. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig. Aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu